Ja, moinsen, liebe YouTuber, herzlich willkommen zu einer Filmreview. Ein Film, den ich schon sehr lange im Regal stehen habe, und zwar Basic Instinct mit Michael Douglas und Sharon Stone aus dem Jahre 1992. Ja. Basic Instinct in einer Blu-ray-Veröffentlichung von aus dem Jahre 2010. Film sollte, glaube ich, relativ bekannt sein. Ich werde euch da jetzt ein bisschen drüber was erzählen. Während des Lichtspiels wurde ein Rocksänger mit einem Eispickel brutal ermordet. Eine Spur führt den ausgebrannten Cop Nick. Also Michael Douglas zu der äußersten Aktivitäten Ex-Geliebten des Opfers, Bestsellers, Autorin Catherine Camel, also Sharon Stone, doch die kühle Blonde verwickelt Nick in ein tödliches Spiel aus Sex, Leidenschaft und Mord. Paul, verborgenes Starship Troopers, Total Recall, knisternde Erotik, Thriller, der weltweit einen großen Kinoerfolg auslöste. Wegen seiner heißen Sexszenen, häufige Diskussionen aus Michael Douglas und Sharon Stone liefern ein aufreibendes Katz-und-Maus-Spiel. Kann ich nur bestätigen, Basic Instinct, eines der besten Filme mit Michael Douglas, Sharon Stone, eine hübsche Schauspielerin, die wirklich die Rolle schön verkörpert hat, auch ein Wendecover dabei. Sharon Stone geht immer und Michael Douglas sowieso. Das ist mein kleiner Geheimtipp, Basic Instinct. Der Film kommt sogar im Gespräch von hier Scream 1, da wird der Film auch noch mal erwähnt von den ganzen Filmkritikern da. Scream müsste eigentlich auch jeder kennen. Und ja, Basic Instinct, cooler Film, fesselt mich auf jedes Mal wieder, als ich den das erste Mal gesehen habe. Wow, wusste ich nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Klasse Film, kann ich nur jedem ans Herz legen.